Der F6 vom KIB wurde vor 2 Jahren in den Gehäusen 2, 3, 4 und 6 bis 90 kW eingeführt. Mittlerweile haben wir in der Entwicklung die Gehäuse 7 und 8, die den Leistungsbereich bis 315 kW erschließen werden. Mein Name ist Markus Weißensteiner, ich bin der Geschäftsführer der KIB Automation GmbH, einer Tochtergesellschaft der KIB Automation KG. Und ich darf Ihnen heute den F6, im Besonderen die Leistungserweiterung des F6, etwas näher bringen. Das Gehäuse 7 im Besonderen wird von 110 bis 200 kW zur Verfügung stellen. Darüber hinaus ist das Gehäuse 8 platziert. Das Gehäuse 8 wird den Leistungsbereich von 200 bis 315 kW erschließen. Für KIB ist der Leistungsbereich bis 315 kW sehr wichtig, da wir hier in den Kernsegmenten von KIB tätig sind, wie zum Beispiel Kunststoffmaschinen, dazu zählen Extruder, Spritzgussmaschinen, Textilmaschinen, Theatertechnik und vieles andere mehr. Während beim R-Gehäuse bei F5, das bis 90 kW zur Verfügung gestanden ist, kann man jetzt im 7er-Gehäuse bei fast identischen Abmessungen den Leistungsbereich bis 200 kW erweitern. Das bietet dem Kunden enorme Platzvorteile im Schaltschrank. Im Gehäuse 8, das bis 315 kW zur Verfügung stehen wird, ist uns auch ein deutlicher Schritt gelungen. Wir konnten hier nochmals die Kompaktheit der Geräte deutlich erweitern und im Vergleich zu F5 dem Kunden einen Mehrwert hier bieten, dass der Schaltschrank wiederum kleiner wird bei gleicher Leistung. Der F6 in den Gehäusegrößen 7 und 8 greift auf die bewährten Steuerkarten der KIB F6 Generation zurück. Das bedeutet, die K-Steuerkarte, die mit EtherCAT, CAN und Varan zur Verfügung steht, und die A-Steuerkarte, die mit dem Multi-Real-Time Ethernet Board, Ethernet IP, Powerlink, Profinet und EtherCAT parallel per Software-Schalter umschaltbar anbietet. Im Bereich Safety bieten auch die großen Baugrößen von KIB im Standard SafeTalk-Off an. Über das Application Board kann das sogenannte Modul 3 angesteckt werden. Das Safety Modul 3 bietet alle Drehzahl und basierenden Sicherheitsfunktionen nach PLE oder SIL3. Damit sind sicherheitsrelevante Anforderungen bis hoch 315 kW zukünftig mit KIB abdeckbar. Bei der neuen F6-Baureihe haben wir uns auch auf eine Reduzierung der Varianten im Bereich der Kühlkonzepte fokussiert. Der F6 steht als luftgekühltes und wassergekühltes Gerät in Schaltschrank-Einbau- und Durchsteckversion zur Verfügung. Speziell im Bereich der wassergekühlten Version haben wir uns allein auf Edelstahl-Wasserkühlkörper fokussiert.